Ich werde euch heute den Grund sagen, weshalb ich mir die Switch nicht besorgen werde, bevor ihr jetzt erschreckt und sagt, oh Scheiße, darf er das? Darf er diesen Trend einfach unterbrechen und irgendwann der Einzige sein, der keine Switch hat? Hört euch die Gründe an. Und urteilt es danach. Erster Punkt, ich bin nicht der Einzige, der sich die nicht zulegen wird. Definitiv nicht. Unter anderem der werte Lenny Kate hat da mal ein Video hochgeladen zu seinem Grund, warum er die Switch nicht kauft. Auf dieses Video werde ich heute reagieren, weil es trifft so ziemlich sehr meine Meinung und Und zwar möchte ich heute mit euch über die Nintendo Switch reden. also zum ersten ist dann der erste Punkt, der mich davon abhält, die Nintendo Switch zu kaufen, der Preis. 330 bis 360 € für eine Switch im Normalpaket, ohne alles drum und dran mit zwei Joy-Con, einem sehr kantigen Plastikgestell und dieser Switch-Box, wo man das Ding an den Fernseher anschließen kann. Einer der größten Kritikpunkte der Switch sind die Joy-Cons. Die sind nämlich einfach viel zu klein. Gut, natürlich wollte Nintendo hier bestimmt ein bisschen an Größe einsparen, da man die Switch ja eben auch als Handheld für unterwegs einfach mitnehmen kann und die dafür halt nicht zu groß werden sollte. Jedoch muss man halt dazu sagen, so klein hätten sie jetzt auch wieder nicht sein müssen. Gerade für so Leute wie mich zum Beispiel mit etwas größeren Händen sind die Joy-Cons einfach zu winzig. Sollte man sich auch noch einen Pro-Controller anlegen, der dann wieder einen Preis von 70 € hat, nicht im Pack enthalten ist, nicht sämtliche Finger brechen möchte, was natürlich schön ist, Nintendo sagt, die Joy-Cons sind dafür ladbar. Die kann man während des Spielens laden. Ja. Aber nur, wenn man ein Chargepad hat, das man für 30 € zusätzlich erwerben kann, indem man es sich zusätzlich kauft, ist ebenfalls nicht mit erhaltbar enthalten, ist ebenfalls nicht mit enthalten. Zudem hat die Nintendo Switch einen Speicher von 30 GB. Der Technik könnte man durchaus etwas mehr erwarten. Deshalb könnte es durchaus zu einer Speichererweiterung kommen, wenn man Zusatzfeatures, Demo-Versionen oder gar Spiele auf die Nintendo Switch laden will, ohne sich eine Karte zu besorgen. Heißt im Endeffekt, wir müssen uns noch eine MicroSD-Karte kaufen, wenn wir auf Dauer Spaß haben wollen an unseren Spielen. Gut, natürlich sind MicroSD-Karten jetzt nicht so immens teuer, allerdings muss man einfach mal dazu sagen, warum ist das überhaupt nötig? Warum muss ich für eine Konsole, für die ich ohnehin schon so immens viel Geld ausgebe, dann auch noch eine Speichererweiterung kaufen? Das ist eure Aufgabe, nicht meine. Gehe ich jetzt mal noch davon aus, ich als Let's Player möchte das mal, wo ich mir schon mal eine neue Konsole gekauft habe, mal professionell aufnehmen und als professionelles Let's Play hochladen, eine Capture Card kaufen, darf ich dafür natürlich auch noch mal glatte 130 € für eine gute Elgato Capture Card ausgeben. Internetkosten für das Ding 25 € pro Jahr. Klingt gar nicht so schlimm, lässt sich auch machen. Ein Spiel, Legend of Zelda, als Beispiel 70 € noch dazu. Rechnen wir das Ganze mal zusammen, sind wir schon bei einem Preis von
500, 600 € mit Capture Card, so sind wir bald im Tausender-Bereich, wenn wir dann noch einen LAN-Adapter dazu wollen. Das ist ja so, dass die Switch auch noch einen WLAN-Adapter hat, aber ja, keinen LAN-Adapter. Wenn du ein schlechtes Internet hast oder gar keinen WLAN, dann musst du dir also auch noch einen LAN-Adapter für 30 € zulegen. Nice. Dass ich mit YouTube Geld verdiene, mit meinen 66 Abonnenten. Zudem hat die Switch aktuell 10 Spiele angekündigt. Die meisten davon Ende des Jahres erscheinend, auf die wir alle noch ein ganzes Jahr warten müssen. Einziges Spiel, das zu Release, oder eines der einzigen Spiele, die zu Release erschienen sind, ist The Legend of Zelda. Und dann released man die Nintendo Switch allen Ernstes im März, Anfang des Jahres, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Statt einfach zu sagen, okay, die Nintendo Switch dauert noch ein bisschen, dafür bekommt ihr ein fettes Line-up zum Weihnachtsgeschäft. Hör mal, was meint ihr, wie die Nintendo Switch explodiert wäre? Da hätte sich keiner mehr über 30 GB Speicher aufgeregt. Da wäre selbst mir das egal gewesen. Wenn ich aber zu Release ein Bundle bekommen hätte, mit der Switch, vielleicht einem Pro Controller und dem neuen Super Mario Teil für 400 € oder von mir ist 420 €. Noch ein Punkt, was die Switch ein bisschen in den Hintergrund katapultiert bei mir, ist, dass es zu dem Switch kein Bundle gibt. Ja, nice. Da kaufst du dir also die Switch für eine Stange Geld und kriegst nicht mal ein Spiel dazu. Musst dir auch noch zusätzlich ein Spiel kaufen. Das einzige Spiel, was im Bundle angeboten wird, ist das Spiel 1, 2, Switch, also 1, 2, Switch, das ich für einen Witz halte. Ist das dein Ernst, Nintendo? 1, 2, Switch. Habt ihr euch das Spiel mal angeguckt? Das Ding ist eine Technikdemo. Ernsthafte Frage. Ich bin ja ein Fan von Nintendo grundsätzlich. Ich unterstütze diese Firma ja sehr. Sie hat vieles Gute rausgebracht und wollt ihr mich verarschen? Zahlt ihr bitte für ein Spiel wie One-Two-Switch 35 € drauf? Und das Bundle ist die größte Frechheit überhaupt. Zu behaupten, man würde jetzt Geld sparen und dann ein Bundle mit Switch und One-Two-Switch für 360 € verkaufen. Denken wir noch einmal kurz nach. Eine einzelne Nintendo Switch kostet 330 €. Das Spiel dazu, One-Two-Switch, kostet 35 €. Ergeben zusammen, wenn man die beiden Sachen einzeln kauft, 365 €. Da spare ich im Bundle ja ganze 5 €! Ich kann dafür nur sagen, nicht für diesen Preis und nicht unter diesen Bedingungen. Gern hätte ich es gespielt, gern hätte ich sie mir gekauft, aber Einfach aus Prinzip, weil ihr es nicht verstanden habt. Ich weiß nicht, ob ihr aus der Wii U nicht gelernt habt oder ob ihr einfach zu stolz seid oder ob ihr wirklich so viel auf euch selbst einbildet, dass ihr es sowas von dreist durchzieht. ist etwas Neues, Einzigartiges, etwas, was noch nie zuvor da gewesen ist, was noch nie eine andere Firma irgendwie auf die Beine gestellt hat, aber nicht unter diesen Auflagen. Deshalb werde ich also erstmal nicht die Nintendo Switch kaufen und es wird von mir keine Nintendo Switch Let's Plays geben. Tut mir leid, aber ja, ohne mich. So viel dazu. Abo dalassen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, das nächste Video mit dem 3DS nicht verpassen wollt, die nächste Let's Play-Reihe oder das letzte Let's Play mit mir nicht verpassen wollt. Ja, ich gebe wie immer mein Bestes, auch auf dem 3DS. Bis dahin, gehabt euch wohl, haut drinne, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Man sieht sich.
Musik.